Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Siedler 1. Wir waren das letzte Mal hier im Aufbau gewesen und hatten ja auch schon ein paar Teile vom See eingenommen gehabt. Ich muss dazu sagen, sehr erfolgreich, zumindest was die gelbe Seite betrifft. Der rote, der scheint wohl doch noch etwas stärker zu sein. Ich wollte heute mal gucken, ob wir vielleicht eventuell die ein oder andere Stelle noch erobern könnten. Und dann müssen wir mal schauen. Als erstes würde ich erstmal schauen, was wir hier so an verborgene Rohstoffe noch da haben. Ich meine, wir haben zwar noch genug, aber ich will schon mal auf Nummer sicher gehen, sollten jetzt die nächsten Bergwerke demnächst auch noch drauf gehen, dass ich da irgendwie noch so ein kleines Ass im Ärmel habe. Wir greifen erstmal hier an, ungeachtet davon, dass dort sehr, sehr viel Eisen und alles mit dabei ist. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Wir haben ja schon mal eine gute Ausbeute. Wir haben jetzt sogar schon Supersoldaten mit dabei. Aber das könnte sich jetzt als schwierig gestalten. Der andere ist ja jetzt auch so ein Megasoldat. Ob wir den tot kriegen? Machen wir ein bisschen schneller. Könnte schwierig werden. Okay, da weiß ich schon mal Bescheid, was da drin ist. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir noch so? Hier sind jetzt eher schwächere Soldaten drin, die aber auch noch in der Ausbildung sind. Und hier, ja, hier sieht es schon richtig gut. Richtig, richtig gut sieht es aus. Okay. Hier scheint alles leer zu sein, was die Rohstoffe betrifft. So. Naja, gut. Dann schauen wir mal weiter. Wo könnten wir jetzt eventuell noch weiteren Platz gewinnen? Ich würde ja gern versuchen, noch ein bisschen vom See einzunehmen. Das letzte Mal sind wir ja daran gescheitert, indem wir versucht haben, die andere Seite zu erobern. Ich werde das jetzt nochmal versuchen, ganz einfach. Ich weiß, der rote ist schon ziemlich stark, was Angriff jetzt betrifft. Aber vielleicht haben wir ja Glück und können den so ein bisschen, ja, herausfordern, dass wir den aus seiner Baracke rauskriegen. Müssen wir mal gucken. Ja, das hat doch super geklappt. Na, es sind sogar noch welche Soldaten übrig geblieben. Einmal nach unten. Am See entlang. Zack, wunderbar. Hier jetzt noch ein paar letzte Fahnen mit hingesetzt. Ah, so viele Fischhütten können wir hier drüben gar nicht bauen, ne? Zumindest ein paar kriegen wir hin. Um so ein bisschen weiter unsere Produktion mit den Rohstoffen, ja, zu verstärken. Da noch eine Fahne hin. Sehr gut. Ja. So, jetzt haben wir da oben noch zu tun. Ja, die sind halt immer noch alle in der Ausbildung, aber die Burgen, die sind ja schon mal sehr gut besetzt. Da gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Mit den Einstellungen, was das Werkzeug betrifft, bin ich ja eigentlich auch relativ zufrieden, ne? Also es wird ja trotzdem hart daran gearbeitet, dass wir weitere Angeln bekommen. Und natürlich Spitzhacken. Die brauchen wir ja auch. Wenn wir noch viel, viel mehr Rohstoffteile bauen wollen. Hier greifen wir jetzt erstmal an, um uns noch ein bisschen zu erweitern. Wir gucken einfach mal, wie erfolgreich wir sein werden. Ne? Also wir greifen jetzt überall mal so ein bisschen an. Irgendwann müssen wir es ja versuchen. Sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus. Ne? Also hier haben wir jetzt schon mal eine Eroberung geschafft. Da die nächste. Da auch wieder eine. Also das hat ja jetzt super geklappt.
Gut, dass es die Burg gibt. Aber ich sehe schon, hier gibt es wieder ein Problem. Wir haben hier sehr viele Bäume. Das heißt, wir können jetzt eher auf den Wegen weniger Fahnen bauen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir hier jetzt noch so ein paar Holzfäller und vielleicht die ein oder andere, das ein oder andere Sägewerk noch mitbauen würden. Damit wir hier einen kleinen Überblick gewinnen und da oben vielleicht ein paar mehr Fahnen bauen können. Sonst würde das hier ewig dauern mit dem Transport. So, hier bauen wir das Sägewerk. Und vielleicht, wie gesagt, noch den ein oder anderen Holzfäller mit dazu. So. Da geht's dann weiter. Vielleicht machen wir hier so eine zweite Holzproduktion. Ne? Wäre ja auch eine Überlegung wert. So, hier könnten wir jetzt schon mal versuchen, weiter anzugreifen. Da können wir dem so ein bisschen das Sägewerk noch streitig machen. Wäre ja ganz gut. So, also vom Gold her sieht es ja ganz gut aus. Das läuft ja weiterhin alles wunderbar. So, das haben wir erobert. Sehr gut. So, einmal nur noch mit ransetzen. Oh, die haben sogar die Eisenschmelze von dem mitgetroffen. Ja, das klappt doch wunderbar. Sehr gut. So, die letzten Fahnen sind jetzt auch gesetzt. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie wir es schaffen werden, hier noch mehr Land zu erobern. Gut, also hier haben wir eine Errungenschaft wieder erreicht. Aber ihr habt schon gesehen, wir haben jetzt einige Baracken mehr eingenommen. Das heißt, wir haben den Roten so ein bisschen geschwächt, so wie es eigentlich geplant war. Reißt sogar schon sein Lagerhaus ab. Ach nee, der wird von drüben sogar eingedrängt, oder? Kann das sein? So, wir versuchen das hier noch zu erobern. So, das Land haben wir jetzt auch. Viel, viel Kohle, wo viel, viel Kohle mit dabei ist. Sehr gut. Einmal da jetzt noch mit hin. So können wir uns auch schon mal mit dem Liland so ein bisschen anlegen. Das tun wir noch mit anbinden und dann haben wir das auch schon geschafft. Also ich muss sagen, bisher bin ich ziemlich begeistert. Ne? Also wir erzielen ganz schön gute Erfolge gegen alle drei Gegner. Na gut, beim Lilan will ich jetzt noch nicht zu früh loben. Den haben wir bis jetzt noch eher in Ruhe gelassen. Aber sieht auch gut aus, wenn ich das so sehe. Ja, der hat Gold auf seiner Seite, ne? Das würde ich ja schon gern haben wollen. Greifen einfach nochmal an. Auch wieder ein starker Gegner. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir ja wirklich dem, das Gold auch noch abspenstig zu machen. Das wäre schon ganz geil, wenn das klappen würde. Aber ich sehe schon, der ist ziemlich stark besetzt. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Naja, wir können ja erstmal gucken, dass wir das hier weiter ausbauen können alles. Oder vielleicht hier noch die ein oder andere Baracke mit in unsere Gewalt bekommen.
Hier würde ich vielleicht sogar noch eine Fischerhütte andenken. Genau, dass die hier mitgebaut wird. Weil jetzt, wo wir so viele Angeln haben, wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Gleich mal mit oben dran. Weil wir produzieren ja genauso auch Spitzhacken. Was? Kohlebergwerke, Kohlebergwerke. Können zudem noch viel, viel mehr Kohlebergwerke bauen. Solange die alle versorgt werden können, gibt es da ja eher keine Probleme. Ne? Also könnte man quasi jetzt damit rechnen, wenn ich eine Fischerhütte baue, wäre das für ein Bergwerk. So ungefähr. Ein Bergwerk, eine Fischerhütte. So. Der Kreislauf der Versorgung. Quasi. Schauen wir mal weiter. Also wir sind jetzt von der Militärstärke, sind wir immer noch einer der besten. Ja, und was die Militärausbildung geht, da bin ich schon sehr zufrieden. Ne? 15 Goldene, wie gesagt, immer noch der eine Supersoldat. Aber das ist jetzt nicht so wild. Unsere Leute sind motiviert, das ist alles, was zählt. Und da machen sie auch mal mehr Damage. Da macht sogar mal einer, der nicht so hoch ausgebildet ist, einen Goldenen fertig. Ne? Muss man immer mit dazu bedenken. Auch wenn die jetzt nicht alle zu 100% immer gleich ausgebildet sind, besteht doch die Möglichkeit dazu. So, hier haben wir noch ein Goldbergwerk versteckt. Also, falls uns doch das Gold ausgeht, haben wir noch eine Möglichkeit. Hier haben wir noch mal Kohle. Die würde ich schon gerne noch mit anbauen, weil das ist immer noch ab und zu das Problem. Ja, die Schmiede und die Eisenschmelze, die arbeiten da nicht, sobald sie keine Kohle haben. Ja. Bergwerke bauen. Ja, wir bauen es an. Heute bauen wir es mal an. So, hier gleich noch ein paar Fahren. Da haben wir gleich noch eine Abkürzung. Vielleicht können wir hier noch ein Forsthaus mitbauen. Weil die zwei Holzfäller, die haben so gute Arbeit geleistet. Eigentlich fast alles abgeholzt, was sie gefunden haben. In kurzer Zeit. Nicht schlecht. So, hier haben wir noch ein paar Kohlebergwerke. Ja. Also könnten wir uns jetzt quasi schon auf die nächsten Kämpfe so sehr gut vorbereiten, ne? Also wir schaffen ja jetzt ja noch bessere Grundlagen, dass das mit dem Ausbilden, Rekrutieren und... Ja, Ausbilden quasi. Ausbilden, Rekrutieren, Ausbilden. Dass das schnell vonstatten geht, ne? Aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Wenn wir den anderen jetzt zu viel Zeit lassen, haben die wieder so viele, viele Supersoldaten, dass das dann wieder mit der Eroberung sich ewig hinziehen kann. Und das will ich ja im Endeffekt vermeiden. Ne? Deswegen ist ja wirklich von Anfang an Tempo alles eigentlich. So, wir greifen jetzt nochmal an und gucken vielleicht, dass wir da an der Seite noch so ein paar Gebäude von unserem, ja, Lieblingsgelben schrotten können. Aber ich sehe auch schon, die Zeit ist schon wieder rum. Wir haben das geschafft. Wie es dann hier weitergeht, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch da wieder mit einschaltet. Und sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.